Also meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie nach den Weihnachtsferien wieder begrüßen zu können. Es sind jetzt einige Wochen vergangen. Wir müssen erst die Fäden wieder dort aufnehmen, wo wir sie vor den Feiertagen liegen gelassen haben. Und Sie werden ja in Ihren Unterlagen noch sehen, dass wir begonnen hatten mit dem Kapitel 10, Pseudotensoren. Jetzt hatten wir gerade erst kennengelernt, was Tensoren eigentlich sind, definiert durch ihr Transformationsverhalten. Und jetzt komme ich noch mit Pseudotensoren daher. Wie Sie aber sehen werden, ist das ein Begriff, der für die Physik sehr wichtig ist. Deswegen kann und will ich Ihnen den auch nicht vorenthalten. Begonnen hatten wir damit, und das werde ich jetzt nur kurz noch einmal streifen, dass man sich die Symmetrie und Antisymmetrie von Tensoren überlegen kann. Bei Tensoren höher als erster Stufe, die also wenigstens zwei Indizes haben, ist es möglich und kommt auch oft vor, dass es Symmetrien gibt. Entweder, wenn man die beiden Indizes vertauscht, tut sich nichts. Also Tij ist gleich Tji. Sowas kennen Sie. Der Metriktensor hat diese Eigenschaft. Gij ist gleich Gji. Das liegt an der Kommutativität des Skalarproduktes, denn, wenn ich das zum 1001. Mal wiederholen darf, die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren untereinander. Und ob man jetzt Gi Skalar mit Gj rechnet oder Gj Skalar mit Gi, das macht keinen Unterschied wegen der Kommutativität des Skalarproduktes. Und daher ist der Metriktensor Gij ein symmetrischer Tensor zweiter Stufe. Aber dann gibt es auch antisymmetrische Tensoren. Das sind die, wo es passiert, dass wenn man die zwei Indizes vertauscht, dass die Komponente negativ wird. Also Tij ist gleich minus Tji. Davon haben wir vorläufig noch nicht so viel gehabt. Das wird uns jetzt mehrfach unterkommen. Und da muss auch noch etwas weiteres dazu gesagt werden. Solange es sich nur um einen Tensor zweiter Stufe handelt, ist die Geschichte einfach. Der hat ja nur ein Indexpaar, nämlich den ersten und zweiten Index. Das heißt, wenn der symmetrisch ist, dann tauscht man die beiden einfach aus. Dagegen, wenn man einen Tensor höher als zweiter Stufe hat, muss man dann noch dazu sagen, bezüglich der Vertauschung welcher Indexpaare ist der jetzt möglicherweise symmetrisch oder antisymmetrisch oder auch nicht. Und wenn das dann so vorkommt, dass ein solcher Tensor höher als zweiter Stufe bezüglich Vertauschungen beliebiger Indexpaare symmetrisch oder antisymmetrisch ist, dann nennt man ihn vollständig symmetrisch oder vollständig antisymmetrisch. Also wenn ein Tensor zweiter Stufe ist, automatisch vollständig symmetrisch, weil geht ja nur ein Indexpaar. Aber wenn mehr als zwei Indizes sind, dann gibt es also auch mehrere Möglichkeiten. Gut, und da hatten wir dann auch noch überlegt, und das schreibe ich jetzt auch nicht mehr an die Tafel, dass wir überlegen können, wie schaut es denn aus mit der Anzahl der unabhängig wählbaren Komponenten. Also wenn man da so einen Tensor zweiter Stufe wieder hernimmt, dann hat der im Allgemeinen, sagen wir mal im dreidimensionalen Raum, mit dem hat man oft zu tun, das ist ja der Raum unserer Anschauung, dann hat der also 3×3, also 9 Komponenten von T11 bis T33. Und wenn der jetzt symmetrisch ist, wenn also T12 gleich T21, T13 gleich T31 ist und so weiter, dann wird es weniger. Und da hatten wir uns überlegt, erinnern Sie sich vielleicht noch, von den 9, wie viel kann man denn dann nur mehr unabhängig wählen? Wenn man das dazu sagt, dass es ein symmetrischer Tensor zweiter Stufe im Dreidimensionalen ist.
6, ganz richtig. Weil wenn T1, 2 gleich T2, 1 ist, dann können Sie die beiden nicht mehr unabhängig voneinander wählen. Die sind ja gleich. Und wenn T1 gleich 3 gleich T3, 1 ist und dann T2, 3 gleich T3, 2, haben Sie also 3 Beziehungen. Und nur um 3 weniger gibt's dann, die man frei wählen kann. Statt 9, 6. Und wie war das dann bei den antisymmetrischen Tensoren zweiter Stufe im dreidimensionalen Raum? Wie viel kann man da frei wählen? Schon lang her, was? 3, weil die in der Hauptdiagonale T1, 1, T2, 2, T3, 3, die sind immer 0, die Armen. Weil T1, 1 muss gleich minus T1, 1 sein. Sie können sie austauschen und dann muss ins Negative übergehen. Nur das schafft man nur, wenn es 0 ist. Das heißt, die Forderung nach Antisymmetrie schränkt im Allgemeinen die unabhängig wählbaren Komponenten weiter ein. Und dann haben wir ein besonders merkwürdiges Ding betrachtet und das kommt jetzt wieder, dass wir wissen, wo wir weiter tun, ne? Und zwar einen Tensor dritter Stufe. T1, 2, TIJK. Drei Indizes. Ne? Im dreidimensionalen Raum. Ja, kann man ja betrachten. Na, wie viele Komponenten hat denn der? Möglicherweise insgesamt höchstens 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27. Also der hat 27 Komponenten, oh Schreck. Das ist sozusagen ein 3 mal 3 mal 3 Zahlenwürfel. Oder Sie können sich auch 3 so wie Salamischeiben hintereinander aufgeschnittene 3 mal 3 Matrizen vorstellen, die man da so hin, T1IJ, T2IJ und T3IJ. Verstehen Sie mich? Dann hat man 3 mal 3, 9 mal 3, 27 Komponenten. Na gut, und jetzt, und das war dann das Letzte, was wir das letzte Mal noch gemacht haben, haben wir uns überlegt, was passiert, wenn man jetzt verlangt, dass dieser Tensor dritte Stufe im dreidimensionalen Raum, dass der vollständig antisymmetrisch ist. Und zwar also beliebig der Vertauschung beliebiger Indexpaare. Da müssen es ja viel weniger noch unabhängig wählbare Komponenten sein. Und wie viel bleibt dann über? Wie viel hat man höchstens dann? Eine einzige, kaum zu fassen, von den 27 Komponenten bleibt eine einzige über, die man sich aussuchen kann. Das liegt natürlich vor allem daran, denn wann auch immer zwei Indizes gleich sind, ist ja schon null, die Komponente. Das heißt, es gehen ja nur mehr diejenigen Komponenten, wo alle drei Indizes unterschiedlich sind. Das ist 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 und noch ein paar. Also insgesamt 6. Denn es gibt 6 Permutationen von 3 Elementen. 3 Faktorielle ist 3 mal 2 mal 1 ist 6. Also es sind schon nur mehr 6. Und wenn man dann aber noch diese Antisymmetrie verlangt, dann gleicht sich das so aus, dass überhaupt nur mehr eine frei wählbar wird. Also das, jetzt habe ich Sie wieder dort hingeführt und hoffentlich erinnern Sie sich, wo wir da also waren, vor 3 Wochen oder sowas. Ja, circa 3 Wochen. Wir werden jetzt einen speziellen solchen Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum, der vollständig antisymmetrisch ist, besprechen. Und wir definieren uns dazu den sogenannten Epsilon-Tensor. Und ich definiere jetzt einmal, den kovarianten Epsilon-Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, dass ich hier die Dimensionszahl vorgebe. Denn bis jetzt war das ja unser Stolz sozusagen in der Tensor-Schreibweise mit Indizes, dass das für beliebige Dimensionszahlen gilt. Hier jetzt tritt eine spezielle Situation ein.
Und das hat auch wichtige Auswirkungen. Ich erwähne das gleich an der Stelle, dass Sie sehen, wieso das so wichtig ist, weil nämlich dann mit Hilfe dieses jetzt zu definierenden Epsilon-Tensors wir im nächstfolgenden Kapitel das vektorielle Produkt zweier Vektoren definieren werden. Und das geht in der Form, wie wir es also gewöhnt sind in der Anwendung, dass man so zwei Vektoren vektoriell miteinander multipliziert und es kommt wieder ein Vektor heraus. Das geht nur im dreidimensionalen Raum. Und glücklicherweise leben wir gerade in so einem dreidimensionalen Raum unserer Anschauung. Jetzt werden Sie gleich sagen, nein, wir sind in einem vierdimensionalen Raum, da kommt die Zeit dazu. Aber natürlich kann man dann auch alles aufs Vierdimensionale umstellen, aber eins ist trotzdem so, wir haben drei Raumkomponenten und eine zeitliche Komponente. Also unser Anschauungsraum ist nach wie vor dreidimensional. Und in dem ist dieses vektorelle Produkt eben so zu definieren, mit Hilfe des Epsilon-Tensors, den wir jetzt definieren. Und das ist also auch ein vollständig antisymmetrischer Tensor dritter Stufe mit drei Indizes im dreidimensionalen Raum, wo man eben nur eine Komponente frei wählen kann. Und das tun wir jetzt hiermit. Wir wählen diese Komponente. Und zwar definieren wir also ein Epsilon unten IJK, also ein Tensor dritter Stufe, Kovariant im dreidimensionalen Raum, als Wurzel aus G mal ein Symbol Epsilon, das abhängig ist von den drei Indizes IJK. Jetzt muss ich aber dazu sagen, was hier steht. Jetzt aber wählen wir hier immer die positive Wurzel. Sie wissen, die Wurzel aus 4 kann 2 sein, kann auch auf minus 2 sein. Wir wählen hier immer plus 2, wenn das hier ist. Das kann man ja so wählen, damit die Geschichte eindeutig ist. Es ist gerade da, wenn wir jetzt viel mit Vorzeichen zu tun haben. Diese Pseudosache, um die es jetzt geht, ist eine Vorzeichensache. Deswegen müssen wir hier besonders aufpassen. Und oft ist man also ein bisschen sloppy, nicht? Also wenn die Wurzel aus irgendwas, na, ob das jetzt Plus oder Minus ist, nicht? Aber jetzt ist ein Punkt, wo man aufpassen muss. Hier und da ist es eben wichtig. Das G, das hier drinnen steht, ist definiert als die Determinante des kovarianten Metriktensors. Deswegen heißt es auch G von GIJ. Die Determinante des kovarianten Metriktensors. Für die Determinante des kontravarianten Metriktensors verwenden wir kein eigenes Symbol, weil, Sie werden sich erinnern, wie hängen denn der Co- und der kontravariante Metriktensor miteinander zusammen? Erinnern Sie sich an den Zusammenhang? Das G unten invers. Also die Matrix der G unten IJ und die Matrix der G oben IJ sind invers. Wenn man die eine mit der anderen multipliziert, kommt die Einheitsmatrix heraus. Das ist das, was bei den reellen Zahlen reziprok heißt. Heißt halt bei den Matrizen dann invers. Und das bedeutet aber, das lässt sich auf Determinanten umsetzen, dass die Determinante des Kovarianten Metriktensors und die Determinante des kontravarianten Metriktensors einfach reziprok zueinander sind. Und das muss man nicht eigens neu bezeichnen, das ist halt dann 1 durch G. Also man definiert dieses G als die Determinante des kovarianten Metriktensors. So macht man es halt. Das ist das eine. Und das andere ist dieses Epsilon von IJK. Das ist eigentlich nur ein Vorzeichen. Und das soll dazu dienen, dass dieser Epsilon-Tensor, so wie er hier definiert ist, auch das ist, was wir von ihm wollen, dass er ist, nämlich vollständig antisymmetrisch. Jetzt haben wir einmal zum Beispiel für die Komponente 1, 2, 3 festgelegt, das ist die positive Wurzel aus G. Aber alle anderen Komponenten müssen jetzt so sein, dass das immer mit den Vertauschungen sich so ausgeht, dass die Minus oder Plus von dem sind oder Null. Und das erreicht man dadurch, indem man das jetzt definiert. Das Epsilon von IJK, das ist im Wesentlichen nur ein Vorzeichen.
Es ist entweder plus 1, falls, und das schreibe ich jetzt ganz ausführlich auf, das Tripel I je K eine gerade Permutation des Tripels 1, 2, 3 ist. Ich glaube, ich brauche nicht wiederholen, was gerade und ungerade Permutationen sind. Das hier hängt damit zusammen, welche Anzahl von Permutationsschritten man braucht, um von der einen zur anderen zu kommen. Also wie oft mal muss ich das 1, 2, 3 permutieren, um auf dieses IJK zu kommen. Wenn ich also zum Beispiel dieses IJK 1, 2, 3 setze, Epsilon von 1, 2, 3, ja, das ist die nullte Permutation von 1, 2, 3, steht ja schon da. Ich brauche gar nichts mehr permutieren. 0 ist aber eine gerade Zahl. Daher ist 1, 2, 3 eine gerade Permutation von 1, 2, 3. Ist ein bisschen blöd, ne? Aber also daher ist es dann 1. Also für 1, 2, 3 wird das Symbol 1 und dann ist das gleich der positiven Wurzel aus G. Gut. Und was auch sonst immer passiert, regelt sich jetzt so, dass ich dann sage, es ist minus 1, falls das eine ungerade Permutation von 1, 2, 3 ist. Ersparen Sie mir, dass ich das da alles nochmal so herschreibe. Na, das ist klar, wenn ich also zum Beispiel dann Epsilon 1, 3, 2 betrachte, dann muss ich einmal vertauschen, um von 1, 2, 3 auf 1, 3, 2 zu kommen. Na, dann ist aber einmal vertauschen ungerade, dann wird es Minus. Und damit haben Sie das schon recht, was man will, dass mit jeder Vertauschung das in den negativen Wert übergeht. Und jetzt muss man auch noch erzwingen, dass sobald zwei Indizes gleich sind, ist Null. Das haben wir uns ja schon überlegt gehabt vorhin, weil Epsilon 1, 1, 2 ist gleich minus Epsilon 1, 1, 2 und daher muss es 0 sein. Und das kann man mathematisch sehr elegant hinschreiben, indem man sagt 0 sonst. Also immer dann, wenn diese 3 keine Permutation von 1, 2, 3 sind. Das sind alle Fälle, wo mindestens zwei Indizes gleich sind. Die sind nicht durch Permutation des Tripels 1, 2, 3 zu erreichen. Verstehen Sie das alle? Bitte fragen Sie mich, wann Ihnen das komisch vorkommt, weil das ist äußerst wichtig, jetzt für alles Weitere und überhaupt. Weil Sie werden jetzt vielleicht sich immer noch denken, der reitet da auf seinem Steckenpferd herum, wer braucht dieses ganze Zeug? Sie werden sehen, noch in der Vorlesung und dann weiter in Ihrem Physikerleben, dass das wirklich weitgehende Konsequenzen für das Verständnis physikalischer Zusammenhänge hat. Deswegen sagen Sie es jetzt, wenn Ihnen das komisch vorkommt. Es ist auch nicht ausreichend zu sagen, das ist gleich 1, falls IJK eine gerade Permutation ist. Ja, von was? Eben von 1, 2, 3, Sie müssen ja sagen, wovon man ausgeht, dass man dann sagt, was gerade Permutation heißt. Und noch was füge ich hinzu, so als Ergänzung, was Sie sich vielleicht noch erinnern, haben wir schon, glaube ich, früher einmal besprochen. Gerade für den speziellen Fall des dreidimensionalen Raumes. Und vergessen Sie nicht, darauf ist das hier alles beschränkt. Geht nur im Dreidimensionalen, auch nicht im Zweidimensionalen und auch nicht in Höhe, nur im Dreieck, ganz komisch. Ist halt so. Da ist es dann so, dass wenn IJK eine gerade Permutation von 1, 2, 3 ist, dann zeigt sich, man braucht es nur ausprobieren, da haben wir schon ausprobiert, dass das dann zyklisch gleich 1, 2, 3 ist. Also das ist 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Das sind, die kann man nachzählen und ausprobieren, setzen Sie das hin, schauen Sie sich das an, Sie werden sehen, das ist eine ganz einfache Schicht. Sind alles die Geraden. Und dann bleiben für die ungeraden Permutationen, die zyklisch ungleich sind. Also zum Beispiel 3, 2, 1 ist offensichtlich zyklisch ungleich zu 1, 2, 3. Man geht verkehrt. Und wenn Sie die jetzt wieder herumdrehen, dann kommen Sie auf die drei, die dann eben das andere sind. Verstehen Sie? Das
gerade und ungerade Permutation ist die allgemeiner gültige Definition. Die geht in allen Dimensionen. Aber nachdem das jetzt eh nur fürs Dreidimensionale ist, hätte ich auch sagen können, falls I, J, K zyklisch gleich 1, 2, 3 ist. Aber zyklisch gleich oder gerade Permutation von ist ungefähr gleich für Silben, also es ist wurscht. Haben Sie das gut verstanden? Sie werden mit dem Epsilon-Tensor einigermaßen was zu tun haben und dann ist es gut, wenn Sie mit dem Ding gut umgehen können. Also jetzt sehen Sie, mit dem hier ist also der Epsilon-Tensor eindeutig zu definieren und wir sehen auch, wir haben eine Komponente definiert mit dem positive Wurzel aus G und ansonsten, dass er vollständig antisymmetrisch ist, das steckt in diesem Epsilon-Symbol drinnen und mehr brauchen wir gar nicht. Nur eine Sache ist offen. Ist denn das jetzt überhaupt ein Tensor? Weil ich sage Wurzel aus G. Dieses G, das ist ja eine Zahl, die nicht invariant ist unter Transformationen. Denn wenn ich eine Transformation der Basisvektoren durchführe, Sie kennen ja jetzt alle schon, sind ja schon alte Hausen, das Transformationsverhalten von Tensoren, dann transformiert sich ja auch dieser Metriktensor und dann wird auch im Allgemeinen dieses G nicht dasselbe bleiben. Das ändert sich also. Na, das ist an sich eh nicht schlecht, weil man kann auch rechnen, dass bei dem Epsilon-Tensor, wenn man transformiert, sich was ändern muss. Aber ist das richtig so? Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Das ist jetzt genau der Punkt, wo Sie aufpassen müssen und wo Sie dann sehen, wo dieser komische Pseudocharakter da hineinkommt. Da handelt man sich seine ein eigenartiges Pseudoverhalten ein. Aber das ist nicht, weil man es irgendwie ungeschickt gemacht hat, das ist in den Dingen begründet, wie Sie gleich sehen werden. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch nur hinschreiben, was passiert, wenn man diese drei Indizes I, J und K hinaufzieht. Sie wissen ja noch, wie das geht, nicht? Man zieht hinauf die Indizes mit Hilfe des kontravarianten Metriktensors. Wer das jetzt nicht gerade parat hat, der kann das ja in seinen Unterlagen oder im Skriptum nachschauen. Aber ich muss jetzt auf ein paar Dinge schon aufbauen, die wir uns da irgendwie so erarbeitet haben im Laufe dieses Semesters. Wenn ich immer wieder von vorn anfange, kommen wir nicht weiter. Also wir ziehen die Indizes hinauf, jeden Index für sich, mit einem GIL, GJM, GKN oben und dann kommt es so heraus. Und dann muss man sich überlegen, was dabei rauskommt. Das ist ein bisschen eine Rechnerei. Das tue ich Ihnen und mir jetzt nicht an. Ich schreibe Ihnen nur das Ergebnis hin. Aber Sie sollen wissen, das schreibe ich jetzt irgendwie nicht so aus nichts heraus hin, sondern das ergibt sich eben durch das Ihnen schon Bekannte hinaufziehen von Indizes. Und man erhält dann das Epsilon oben IJK. Und es zeigt sich, dass das sehr einfach ist. Das ist einfach 1 durch die positive Wurzel aus G mal diesem Epsilon-Symbol von I, J und K. Und das kann man sich auch sehr leicht merken, weil wir haben ja vorhin gesagt, 1 durch G ist die Determinante des kontravarianten Metriktensors, weil Co- und kontravarianter Metriktensor invers zueinander sind. Daher ist 1 durch Wurzel aus G auch die Wurzel aus der Determinante des kontravarianten Metriktensors. Aber der geben wir keinen eigenen Namen, weil das Reziproke, das nennt man doch nicht neu. Da schreibt man halt Reziprok und das habe ich hier gemacht. Und das kommt auf diese Art und Weise heraus und das finde ich alles eigentlich recht übersichtlich. So, das können Sie jetzt nicht so sofort nachvollziehen. Es steht aber im Skriptum und es ist wirklich keine Hexerei. Also, jetzt mache ich da einen solchen Abschnitt und jetzt, während ich das mache, frage ich noch einmal Hand aufs Herz. Verstehen Sie, was ich meine mit dieser Größe Epsilon IJK?
die ich genannt habe, den Epsilon-Tensor. Verstehen Sie das? Oder ist irgendwo in einer Ecke was übergeblieben, wo Sie denken, eigentlich kommt mir das Spanisch vor? Oder Spanisch ist nicht politisch korrekt. Ja. Das ist der Epsilon-Tensor hat 6 Einträge, die ungleich 0, weil 6 Permutationen möglich sind von 1, 2, 3, sonst sind alle in der 10. Dieser Zahlenwürfel ist großteils aus Nullen zusammengesetzt. Nur die, wo alle drei Indizes unterschiedlich sind, die können Pluswurzel aus G oder Minuswurzel aus G sein. Je nachdem, ob das dann eine gerade oder ungerade Permutation ist. Und jetzt sehen Sie umso mehr, warum das so wichtig ist, dass ich da das Plus dazu geschrieben habe. Denn da kommt ein heilloses Durcheinander heraus, wenn ich da nicht eindeutig dazu sage, ich meine die positive Wurzel. Ja? Übrigens, etwas sollte ich noch erwähnen, das G selbst, diese Determinante, das ist nicht von vornherein Gott gegeben, dass das eine positive Zahl sein muss. Und wenn das negativ ist, dann wird es blöd, das wird imaginär. Im Dreidimensionalen passiert sowas nicht. Aber, vielleicht sollte ich es erwähnen, es gibt auch fürs Vierdimensionale solche Überlegungen. Da verwendet man einen Tensor vierter Stufe im vierdimensionalen Raum, damit man entsprechend auch derartige Dinge machen kann. Und da im vierdimensionalen Raum, denken Sie an den Minkowski-Raum, da kann die Determinante des Metriktensors durchaus negativ sein. Und damit man da drüber nicht stolpert, schreibt man dann Betragstrecher hinein. Aber das spare ich mir jetzt, weil im Dreidimensionalen ist das kein Gesichtspunkt. Das werden Sie dann schon feststellen, wie das alles läuft, wenn Sie zur vierdimensionalen Schreibweise der Elektrodynamik kommen. Im Theoriezyklus kommt das irgendwann vor. Und dann werden Sie sich vielleicht an die gute alte Wagner-Vorlesung erinnern, wo dort dieser Tensorrechnung, Epsilon-Tensor, schon im dreidimensionalen Raum vorgekommen ist. Aber jetzt sollen Sie nicht glauben, dass Sie den nicht brauchen werden. Denn der ist es, mit dem wir im nächsten Kapitel das Vektorprodukt definieren werden. Und dann haben wir das endlich ordentlich definiert. Sehen Sie, was für einen langen Zugang wir gebraucht haben, dass wir das richtig machen können. Deswegen schraubt man sich um das meistens, wenn man halt eine elementare Darstellung machen will. Und dann aber kennt man sie hier und da nicht aus. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Also, jetzt haben wir den Epsilon-Tensor definiert. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Und zwar die, dass wir uns das Transformationsverhalten anschauen müssen. Es ist zum Beispiel völlig unklar, warum ich da die Wurzel aus G hingeschrieben habe. Warum nicht einfach nur G zum Beispiel? Ging es ja auch, nicht? Und da werden Sie aber jetzt gleich feststellen, das hätte sich nicht richtig transformiert. Es muss Wurzel aus G sein. Das heißt, das ist irgendwie, Sie werden sich denken, kommt man auf sowas? Ja, da probiert man so lang, bis man das Richtige rauskriegt, nicht? Also, wir machen die Definition so, damit dann am Schluss alles so gut wie möglich herauskommt. Ganz gelingt es eh nicht, weil es ist nicht wirklich ein Tensor. Er hat ein bisschen einen Fisch, es ist ein Pseudotensor. Es ist um ein Vorzeichen passt nicht. Aber so gut es eben geht, haben wir das so definiert, besser geht es eben nicht. Also das Transformationsverhalten. Und da wollen wir zunächst einmal das Transformationsverhalten und nur von dieser Größe Wurzel G ermitteln. Naja, da gehen wir davon aus, wie transformiert sich denn der Metriktensor, denn der steht ja da drin in dem G, da ist ja das G je drinnen. Nur das wissen wir, wie sich der transformiert. Der ist auch ein gestandener, richtiger Tensor zweiter Stufe, der hat keine solche Spintisierereien wie da mit Pseudo oder so. Das ist was Richtiges. Also, wie ist das? Ganz einfach. Wir haben G unten I je quer. Und unten I je, weil wir haben ja hier die Determinante des Kovarianten-Metriktensors. Wohlgemerkt, das ist wichtig. Also, wie transformiert sich dieser Kovariante-Metriktensor? Na, mit unseren Transformationsmatrizen. Oh Gott, jetzt kommen die schon wieder daher. Aber es geht halt nicht ohne das.
Denn das ist ja im Kern der ganzen Tensorrechnung. Ein Tensor ist ja definiert über sein Transformationsverhalten. Also können wir das nicht so beiseite schieben. Nur nachdem es ein kovarianter Tensor ist, hat das Transformationsmatrizen mit dem Strich unten. Und Sie erinnern sich sicher auch noch, sowas soll man nicht vergessen. Die Kovarianten-Komponenten und die Kontravarianten-Komponenten, deswegen heißt es auch Kontra, transformieren sich mit unterschiedlichen Transformationsmatrizen. Und zwar sind die wieder invers zueinander. Das ist aber jetzt was anderes, als dass ich vorher gesagt habe, der Kovariante und Kontravariante Metriktensor sind invers zueinander. Das ist das eine Business. Aber dass die Transformationsmatrizen für kovariante Größen invers sind zu den Transformationsmatrizen für kontravariante Komponenten, das ist wieder eine andere Geschichte. Und das hatten wir schon ausführlich besprochen. Ich wollte es Ihnen jetzt nur noch einmal, weil so viel Zeit vergangen ist und Weihnachtsferien, wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Also nachdem das ein kovarianter Tensor zweiter Stufe ist, verwenden wir auch die Transformationsmatrizen für kovariante Größen für jeden Index. Also IK, unten quer JL mal GKL. Ja? Das ist das Transformationsverhalten eines Tensors zweiter Stufe. G i j ist ein Tensor zweiter Stufe, daher hat er dieses Transformationsverhalten. Das GKL sind die Komponenten des Metriktensors im ursprünglichen Basisvektorsystem. Das G quer i j die Komponenten dieses Metriktensors im transformierten System. Immer wieder werde ich gefragt, muss der Strich nicht dann auch unten sein? Das ist auch wieder ein unterschiedliches Business. Dieser Querstrich da oben besagt nur, dass das der Tensor im transformierten System ist und das der Tensor im untransformierten System. Die Matrizen vermitteln ja gerade die Transformation vom Untransformierten ins Transformierte. Und da muss jetzt unterscheiden, zwischen den A unten quer IJ und den A oben quer IJ, weil die A unten quer transformieren die Kovariantengrößen und die A oben quer die entsprechenden Kontravariantengrößen. Wir haben aber jetzt nur mit den Kovarianten zu tun, weil so ist es G definiert und dessen Transformationsverhalten interessiert uns jetzt. Sie unterbrechen mich, wenn was unklar ist. Ich will aber nicht zu viel erklären, sonst wird es Ihnen fad. Jetzt haben wir hier da so ein Transformationsverhalten, das doch schon ein bisschen involviert ausschaut, obwohl Ihnen das wahrscheinlich nicht mehr so schrecklich vorkommen wird, weil Sie sehen ja, da wird über K summiert, da wird aber L summiert und das entspricht im Wesentlichen, wenn man es jetzt sich einmal im Geiste überträgt auf die Matrizenschreibweise, dem Umstand, dass die Matrix der G quer IJ im Wesentlichen ein Matrizenprodukt dieser drei Matrizen ist, weil jeweils da über jeweils einen Index summiert wird und IJ sind da die freien Indizes. Und wenn man da jetzt zu den Determinanten übergeht, und das wollen wir wollen ja das G, die Determinante von G IJ haben, dann weiß man aus der Algebra, Gott sei Dank haben wir die Mathematik und Sie gehen ja auch in die Algebra, Sie wissen solche Sachen, dass wenn also ein Produkt zweier Matrizen eine dritte Matrix ergibt, also A mal B Matrix ist gleich C, dann ist auch Determinante von A mal Determinante von B gleich Determinante von C. So etwas kann man beweisen, das ist Handwerkszeug, weiß man eben. Und das verwenden wir hier. Wir gehen zu den Determinanten über. Und da ist es eben so, dass wir jetzt bilden die Determinante von diesem GIJ quer. Das ist jetzt nur mehr eine Zahl, vergessen Sie das nicht. Das ist nur eine ganze Matrix, aber die Determinante einer Matrix ist nur mehr eine Zahl, und zwar wohl definiert. Das haben wir am Anfang ganz genau durchgeixt, wenn Sie sich erinnern. Das werden Sie inzwischen auch längst aus der Algebra wissen, wie das geht. Also die Determinante von GIJ quer ist also jetzt
Determinante von der Matrix mal Determinante von der Matrix mal Determinante von der Matrix. Also haben wir Determinante von A unten quer IK, haben wir da im Kopf, schreibe ich es auch nochmal so her. Aber jetzt zum Quadrat. Weil die Determinante von der Matrix, also ganz, mal die Determinante von Determinante von noch einmal der Matrix, ist die Determinante zum Quadrat. Und dann bleibt noch mal der Determinante von diesem GKL. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Sie nicht von dem, was ich hier aufgeschrieben hatte, jetzt verwirrt werden. Weil da oben steht eine richtige Indexgleichung, wo da die Summationen vorkommen über K und L, wo das die freien Indizes sind und alles ist klar. Wenn man das sich übertragen denkt in die Determinantenschreibweise, dann heißt das, die Determinante der GIJ quer ist gleich die Determinante von der Matrix, mal die Determinante noch einmal von der Matrix, mal der Determinante von GKL. Aber jetzt wundern Sie sich nicht, dass da jetzt IJ steht und dann IK, aber nicht JL. Das sind ja hier nur Dummies. Sie müssen sich hier die ganze Matrix vorstellen und hier wieder deren Determinante sie hier bilden. Und da hätte ich ruhig auch wieder IJ oder AB oder XY hineinschreiben können. Das zeigt ja nur an, dass hier die ganze Matrix der G unten IJ oder KL oder irgendwas drinnen steht. Also hier sind diese Indizes nur quasi Stellvertreter oder Indikatoren dafür, dass das ganze Matrizen sind. Aber ob ich die jetzt A, B, L, M, X, Y, das ist völlig uninteressant. Da wird auch über nicht, dass Sie es glauben, über das K wird da summiert. Das wäre ja auch völlig sinnlos, weil Sie bieten ja die Determinante dieser Matrix. Da haben Sie keine Freiheit, dass Sie da über was summieren. Wer hat dazu eine Frage? Bitte. Das ist dieselbe Matrix, so ist es ja definiert. Diese Matrix der A unten quer IJ ist die Matrix mit Hilfe derer aus dem untransformierten System ins Transformierte eben transformiert wird. Und wenn ich eine doppelt indizierte Größe habe, wie beim Metriktensor, muss ich jeden Index mit eben dieser selben Transformationsmatrix transformieren. Aber natürlich mit derselben, weil sie der eine bestimmte Transformation durchgeführt. Und das muss dann für jeden Index passieren. Das ist dieselbe. Aber es stehen andere Indizes hier und müssen, weil dieses J gehört zu dem und über dieses L wird summiert, während dieses I gehört hierher und wird nicht über das K summiert. Das muss so sein, damit das Transformationsverhalten stimmt. Wir hatten das, blättern Sie nicht jetzt, aber heute dann irgendwie zurück in Ihren Aufzeichnungen oder im Skriptum. Wir hatten das ursprünglich dadurch gewonnen, dass wir eben benutzt haben, dass der Metriktensor, die Komponenten des Metriktensors die Skalarprodukte der Basisvektoren sind und haben die Basisvektoren wieder mit diesen A unten quer transformiert und dann auf der einen Seite multipliziert für die GKL und auf der anderen Seite für die GIJ quer und da handelt man sich für jeden der Basisvektoren eben ein solches Transformationsverhalten. Aber es ist immer dieselbe Transformation. Da stehen nur Unterschiede Komponenten derselben Transformationsmatrix. Wenn ich aber die Determinante von der ganzen bilde und da noch einmal von der, dann muss es das Quadrat sein, weil es ist ja ein und dieselbe Transformation. Verstehen Sie? Noch irgendwas? Na gut, also dann hoffe ich, dass das also so akzeptabel ist. Jetzt haben wir schon viel, aber noch nicht alles. Ein bisschen was brauchen wir noch, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also, jetzt wollen wir doch G erhalten.
Oder besser gesagt, wir wollen Wurzelausgeher halten. Die positive Wurzelausgeher, dessen Transformationsverhalten brauchen wir jetzt als nächstes, damit wir dann nachschauen, wie das Transformationsverhalten von dem ganzen Epsilon-Tensor ausschaut. Also haben wir hier einmal die Determinante des transformierten Kovarianten-Metric-Tensors, die nennen wir entsprechend G-Quer. Da haben wir die Determinante des untransformierten Metric-Tensors. Das ist genau das. Das ist das G. Sie sehen also schon, und das war ja auch nicht anders zu erwarten, dass die Determinante des Metric-Tensors im Zuge einer Transformation sich auch ändern wird. Und jetzt wissen wir auch wie. Und zwar um das Quadrat der Determinante der Transformationsmatrix. Man sagt auch die Transformationsdeterminante, dass man nicht gar so viel sagen muss. Determinante der Transformationsmatrix. Transformationsdeterminante, das ist die Determinante der Transformationsmatrix. Nicht so schwierig, es sind immer wieder dieselben Begriffe. Man muss halt nur schauen, dass man das in sein Hirn in Ordnung hält. Also, was kriegen wir jetzt? Wir kriegen, dass das G quer gleich die Determinante der Transformationsmatrix zum Quadrat ist mal dem G. Und jetzt ziehen wir die Wurzel. Und zwar gleich die positive Wurzel. Die positive Wurzel aus G quer ist gleich. Naja, die Wurzel aus der Determinante zum Quadrat ist die Determinante selbst. Also haben wir Determinante von A unten quer IK, hätte auch IJ oder KL schreiben können, egal, mal die positive Wurzel aus G. Jetzt habe ich aus der ganzen Gleichung die Wurzel gezogen. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Ist das okay? Die Determinante könnte auch negativ sein. Sehr gut. Genau auf das wollte ich hinaus. Natürlich kann das sein. Und wir werden auch in weiterer Folge darüber sprechen, was das bedeutet. Ich sage es Ihnen jetzt gleich einmal. Das bedeutet, dass Rechtssysteme G1, G2, G3 in Linkssysteme überwechseln. Das passiert, wenn die Transformationsdeterminante negativ ist. Jedenfalls ist das ein Fall, den man nicht einfach so beiseite wischen kann. Das heißt, das ist im Allgemeinen falsch, weil das ist eine positive Zahl, das ist eine positive Zahl und bei der wissen wir es nicht. Na, was mache ich? Ganz einfach. Nur so wie das jetzt dasteht, haben wir nicht wirklich was davon. Wir müssen uns jetzt noch überlegen, wie wir das in eine etwas übersichtlichere Form bringen können, mit der wir dann mehr anfangen können. Und dazu mache ich einen ganz kleinen Einschub, der so klein ist, dass ich ihn gleich wieder weglöschen werde. Der Betrag einer Zahl A, wie kann man den aufschreiben? Ich behaupte, das ist gleich das Vorzeichen von A mal A selbst. Nehmen wir mal an, A ist 5. Der Betrag von 5 ist gleich das Signum von 5, das ist plus 1, mal 5. Ich glaube, das stimmt. Der Betrag von 5 ist 5. Einmal 5. Entschuldigen Sie für diese Trivialitäten. Aber glauben Sie mir, ist ganz gut, wenn man sich das klar macht. Jetzt nehmen wir an, A ist minus 5. Betrag von minus 5. Schauen wir nach. Das Signum von minus 5 ist minus 1. Und A ist minus 5. Minus 1 mal minus 5 ist wieder 5. Sind Sie überzeugt? Der Betrag einer Zahl ist das Produkt der Zahl mit ihrem Vorzeichen. Hat irgendjemand eine Frage dazu? Kommt Ihnen das komisch vor? Na, hoffentlich nicht. Das ist ja, es ist trivial, aber man muss da drauf kommen, nicht? Gut, das lösche ich jetzt gleich wieder weg. Was bedeutet das jetzt hier? Ich schreibe also diesen Betrag um. Also schreiben wir, die positive Wurzel aus G quer ist gleich. Und jetzt muss ich zunächst einmal das Vorzeichen aufschreiben. Das Signum der Determinante von A unten quer IK
mal determinant besetzt von A unten quer I K. Und das ist jetzt einfach dieser Betrag. Das Signum von der Determinante mal der Determinante selbst. Und jetzt kommt noch mal da. Positive Wurzel aus G. Beachten Sie, dieser etwas längliche Ausdruck Signum von Determinante, der kann nur plus oder minus 1 sein. Ein Vorzeichen ist entweder plus 1, wenn die Zahl größer 0 ist, oder minus 1, wenn die Zahl kleiner 0 ist. Das schreit natürlich jetzt danach. Und was ist, wenn es 0 ist? Dann ist es keine sinnvolle Transformation. Und dann transformiert es alle drei Basisvektoren in eine Ebene. Sowas wollen wir nicht. Dann ließe sich auch nicht umkehren. Wir wollen natürlich immer auch die inverse Matrix bestimmen können. Und wenn die Determinante einer Transformationsmatrix eben 0 ist, dann kann man nicht die Inverse dazu definieren. Das ist genauso, wie man eben sagen kann, man kann nicht die Reziprokzahl von 0 definieren. Die gibt es eben nicht. Und wenn eben eine Matrix so beschaffen ist, dass ihre Determinante gleich 0 ist, dann kann die trotzdem eine handfeste Matrix sein. Lässt sie sich nicht invertieren, sowas können wir nicht brauchen. Weil man muss zu jeder Transformation auch die Gegentransformation, denn sonst können wir nicht zu den Kovarianten nicht auch die Kontravarianten grüßen. Und jetzt ist ja klar, wenn man transformiert, darf ich da nicht die dritten Basisvektor in die Ebene hineinlegen. Was, können Sie nicht mehr den Raum nicht mehr aufspannen. Nicht? Also da müsste als Mathematiker da vorne einmal stehen, wir betrachten eine Transformation der Art, dass die Determinante der Transformationsmatrix ungleich Null ist. Na, das kommt jetzt heraus und das ist uns klar. Okay. Ja, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir die Basis geschaffen dazu, und ich muss mich entschuldigen, das ist eben leider ein bisschen langwierig, aber um das kommen wir nicht herum. Ich versuche es Ihnen so einfach wie möglich zu zeigen. Ich glaube, es geht nicht einfacher. Daher fressen Sie es bitte, weil anders ist es halt nicht. Und Ihnen das nur an den Kopf zu werfen, halte ich jetzt doch für etwas gemein. Das muss man sich schon ein bisschen genauer machen. Also, wir haben jetzt mit dieser etwas umständlichen Beziehung für das Transformationsverhalten der Wurzel aus G, der positiven Wurzel aus G, dieser Größe, haben wir jetzt die Grundlage dafür geschaffen, das Transformationsverhalten von Epsilon IJK zu ermitteln. Epsilon IJK, so wie es dort definiert ist. Naja, allgemein wollen wir es erst am Schluss machen. Jetzt einmal, wo wir doch wissen, das Epsilon IJK ist ein vollständig antisymmetrischer Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum, hat ja nur eine unabhängige Komponente. Daher genügt es ja mal nur zu wissen, wie sich die transformiert, und die hatten wir hier schon. Also schauen wir uns zunächst einmal das Transformationsverhalten nur einer Komponente an. Und zwar von der Komponente, sagen wir halt einmal, Epsilon 1, 2, 3. Das ist ja eine von den vielen Komponenten, die der Epsilon-Tensor hat. Dann schreiben wir uns das einmal auf. Wir schreiben drauf Epsilon quer 1, 2, 3. Na, wie schaut das aus? Das ist die positive Wurzel aus G quer. Weil da müssen wir natürlich erst das G je quer hineinschreiben und die Determinante von G je quer, das ist das G quer. So steht es ja da. Die Determinante von G je quer, das ist das G quer. Und das Epsilons Wurzel aus G quer, so haben wir das da. Das ist also die positive Wurzel aus G quer. Und das wissen wir jetzt, wie sich die transformiert. Das haben wir uns ja da gerade angetan zu dem Zweck. Jetzt können wir das, wie es da hier ist, einfach 1 zu 1 abschreiben.
Positive Wurzel aus g quer ist gleich. Jetzt zeigt sich wieder eine der Haupteigenschaften eines tüchtigen Mathematikers, dass er gut abschreiben kann. Also, Signum ist nicht die einzige, sondern ein wichtiges. Signum von dieser Determinante von der Transformationsmatrix A unten quer IK mal der Transformationsmatrix selber, Transformationsdeterminante selber, A unten quer IK. Das alles ist dieses Wurzel aus G quer mal positive Wurzel aus G. Sehen Sie das? Habe ich richtig abgeschrieben? Das Wurzel aus G quer, positive Wurzel aus G quer, ist gleich Signum von Determinante von A unten quer IK mal die Determinante selber, Determinante von A unten quer IK mal der positive Wurzel aus G. Na, das ist nicht sehr vielversprechend, was da steht. Aber versuchen wir es ein bisschen umzuformen. Schauen wir einmal, wie wir diese Determinante explizit aufschreiben können. Jetzt muss ich wieder zurückgehen auf so Sachen aus den Urzeiten dieses Semesters. Also ganz am Anfang haben wir doch die Determinanten definiert. Das sind Summen von Produkten der Matrixelemente. Und zwar, man nimmt sie positiv, wenn die zweiten Indizes eine gerade Permutation der ersten sind und negativ, wenn die zweiten Indizes eine ungerade Permutation der ersten sind. Da muss ich wieder darauf bauen, dass Sie das, wenn Sie zurückblättern in Ihren Unterlagen, dann auch so vorfinden. Ich verwende es jetzt und bitte Sie, sich das dann entsprechend anzuschauen und dann letztendlich zu sagen, ah ja, das war das ja. Okay. Also, was kriegen wir? Schreiben wir einmal alles auf, was nicht diese Determinante ist. Naja, das ist einmal das Signum, dieses Blöde. Signum von Determinante von A unten quer IK. Und dann haben wir diese positive Wurzel aus G. Und jetzt kommt diese Determinante, das, wo ich da die Klammer gemacht habe. Und die wollen wir jetzt aufschreiben. Und da schreiben wir her, A unten quer 1L, A unten quer 2M, A unten quer 3N, mal diesem Epsilon-Symbol von L, M und N. Warum mache ich das? Das ist jetzt der Punkt, den Sie noch verstehen müssen, um das Ganze zu verstehen. Also diese Determinante habe ich jetzt in der Weise aufgeschrieben. Wobei über L, M und N hier zu summieren ist. Jetzt werden Sie sagen, das sind aber keine oberen oder unteren Indizes. Sonst müsste ich Summe über L, Summe über M, Summe über N schreiben. Das wollen wir uns nicht antun. Also ich sage es Ihnen jetzt dazu, über L, M und N soll hier summiert werden. Eine Dreifachsumme. Aber so schrecklich ist es gar nicht. Weil nur wenn L, M und N alle unterschiedlich sind, ist ja das Epsilon da überhaupt ungleich Null. Schauen Sie, wir haben doch da gesagt, Null ist es immer, wenn die nicht entweder eine Permutation von 1, 2, 3 oder minus 1, oder gerade oder ungerade Permutation von 1, 2, 3 ist. Also nur, wenn alle drei Indizes unterschiedlich sind. Das heißt, diese LMN können sein 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 oder die umgekehrte Permutationsrichtung. Wenn's gerade Permutationen ist, dann steht hier plus 1. Wenn es ungerade Permutationen von 1, 2, 3 ist, steht hier minus 1. Und damit steht mit diesem Ausdruck genau die Definition der Determinante da.
das sind Produkte von Matrizenelementen A1L, A2M, A3N, wobei LMN entweder eine gerade Permutation der zweiten Index, eine gerade Permutation der ersten sind, dann nimmt man sie positiv, oder eine ungerade Permutation, dann nimmt man sie negativ. So hatten wir die Determinanten definiert. Schauen Sie sich's dann vorher nachher an und nächste Woche können Sie zu mir kommen und sagen, nein, stimmt nicht, das war ganz anders. Werden Sie nicht, weil es war nicht anders. Aber selbst wenn Sie sich jetzt nicht daran erinnern, dann geh mal davon aus, es stimmt so, und Sie schauen sich das nachher an, kommen drauf, ah ja, der hat doch recht. Also, verstehen Sie, mehr kommen da jetzt nicht in die Nähe. Also, über LMN wird summiert, hier ist das LMN, und das ist jetzt ein Ausdruck für dieses Determinante von A unten quer IK. Daher steht A unten quer 1L, A unten quer 2M, A unten quer 3N. Das sind so drei so Matrixelemente dieser Transformationsmatrix, wobei die zweiten Indizes ja entweder gerade Permutation der ersten sind oder ungerade. Und das wird durch das Plus oder Minus entsprechend so gemacht, dass gerade die Determinante draus wird. Wenn Sie das jetzt akzeptieren und wenn Sie sich das dann nachher zu Hause anschauen, wie wir das seinerzeit definiert haben, dann werden Sie sehen, es ist tatsächlich so. Nur damals hatten wir dieses Epsilon-Symbol noch nicht. Da hatte ich das nur wirklich explizit mit Summen aufschreiben können. Summe über die minus Summe über die, wobei das entweder eine gerade oder eine ungerade kommt sonst weit. Jetzt schreiben wir es noch ein bisschen anders auf in der Reihenfolge. Und zwar, wir schreiben jetzt noch einmal auf dieses Signum, dieses ewige notorische Signum der Determinante der Transformationsmatrix. Also das ist, was ich hier aufschreibe, schaut es noch einmal, das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Kürzer kann man es nicht sagen. Das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Kann plus 1 sein oder minus 1. Also alles, was da ist, ist ein Vorzeichen. Und jetzt schreiben wir weiter auf. Einmal diese drei. A unten quer, will ich dir als nächstes aufschreiben? Ja. A unten quer 1L. A unten quer 2m, A unten quer 3n, jetzt habe ich das einmal aufgeschrieben. Was bleibt, ist dieses Wurzel aus G, positive Wurzel aus G, und was bleibt, ist dieses Epsilon-Symbol von LmN. Ich sage noch einmal, um Ihnen das klar zu machen, diese stehen da unten, diese Dreieck, unten quer, weil es geht ja um die Transformation einer Kovariantengröße. Das ist alles auf Kovariant gemacht. Und jetzt schauen Sie sich das einmal an. Da könnte Ihnen doch was bekannt vorkommen. Da steht doch die positive Wurzel aus G mal Epsilon von LmN. Was ist denn das? Ich weiß, jetzt ist schon ziemlich verwirrend. Positive Wurzel aus G mal Epsilon von IEK. Das war Epsilon IEK. Na, was ist das dann dort? Na, Epsilon LMN. Sehen Sie? Verstehen Sie das? Epsilon von IEK war definiert als die positive Wurzel aus G, mal dieses Symbol, was ich Ihnen hier definiert habe. Und jetzt steht da die positive Wurzel aus G mal diesem Symbol, aber es ist halt Epsilon von LMN. Na, dann ist es Epsilon LMN, die LMN-Komponente des Epsilon-Tensors. Oh ja, das muss Ihnen schon klar sein. Na, schauen Sie, damit haben wir viel. Denn was wir damit haben ist, wir haben das Transformationsverhalten der Komponente Epsilon quer 1, 2, 3. Da haben wir Epsilon 1, 2, 3 steht da. A unten quer 1L, A unten 2M, 3N und dann haben wir Epsilon unten LMN. Da steht schon das richtige Transformationsverhalten. Wir haben nur bei dem allgemeinen Transformationsverhalten heute halt da oben jetzt einmal 1, 2, 3 gesetzt.
Damit kann ich also auch allgemein sagen, für beliebige Wahl dieser drei Indizes, nicht 1, 2, 3, sondern IJK, haben wir Epsilon quer IJK ist gleich. 1, 2, 3 schreibe ich jetzt IJK. In dem Ausdruck statt 1, 2, 3 schreibe ich IJK. Sie haben nicht gesagt, dass es genau 1, 2, 3 sein muss. Und da bleibt dann alles gleich stehen. Dieses notorische Sigma, Signum von der Determinante der Transformationsmatrix für die Kovariantengrößen mal, und jetzt steht A unten quer I L, A unten quer statt 2 kommt J, A unten quer 2 M und A unten quer 3 N mal Epsilon L M N. Und jetzt schauen Sie mal. Da hier steht dieses notorische Signum. Aber ab, ich will nur den Satz zu Ende reden. Abgesehen davon steht, ich habe ja wieder Blätter, ja, was schreibe ich denn? Warum schreibe ich jetzt wieder? I 2 3 I J K. Das war wahrscheinlich Ihre Bemerkung, ja. Ja, auf der Tafel heraus verliert man manchmal ein bisschen die Übersicht. Statt 1, 2, 3 schreibe ich IJK, IJK. Abgesehen von diesem notorischen Vorzeichen steht hier genau das Transformationsverhalten eines Tensors dritter Stufe. Denken Sie sich das einmal weg. Dann haben Sie das so, wie es da oben für eine zweite Stufe war, noch eins mehr. IJK. Dann hätte er unten quer IL, JM, KN und LMN. Und genau das steht da. Das heißt, wir haben jetzt wirklich erkannt aufgrund dessen, dass diese so definierte Größe des Epsilon-Tensors sich wirklich wie ein Tensor dritter Stufe, ein Kovarianter, da sind die Striche alle unten, ein Kovarianter Tensor dritter Stufe transformiert, bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Und damit haben Sie es schon. Das nennt man einen Pseudotensor. Ein Tensor, der sich ganz so transformiert wie ein richtiger Tensor, so wie es gehört, aber bis auf das Vorzeichen, dieses Signum der Transformationsdeterminante. Solange ich eine Transformation habe, wo die Transformationsdeterminante positiv ist, dann ist das Vorzeichen plus 1. Dann ist alles in Butter. Dann transformiert er sich ganz richtig, so wie er soll. Aber wenn man eine Transformation durchführt, wo diese Transformationsdeterminante kleiner als 0 ist, ihr Signum daher minus 1 ist, handelt man sich hier ein Minus ein. Und das hat gewisse wichtige Konsequenzen. Es ist uns jetzt aufgetreten, herausfolgend dieser Definition des Epsilon-Tensors. Wir haben den also hier mit der Definition schon so gut designt wie möglich, dass es auch wirklich ein Tensor dritter Stufe ist. Aber dieses Signum, das wird man nicht los. Das bleibt bestehen. Bitte. Ich habe eine Frage. In der dritten Spalte ganz oben, wenn es heißt Epsilon oben quer 1, 2, unten 1, 2, 3 ist gleich Wurzel, von wo haben wir das abgeschrieben? Wurzel aus G? Wenn wir da schreiben Epsilon 1, 2, 3, dann ist das die positive Wurzel aus G. Mal 1. Und wenn ich jetzt mich auf ein anderes Bezugs-, ein anderes Basisvektorsystem beziehe, das halt statt des G1, G2, G3, G1 quer, G2 quer, G3 quer habe, dann wird da drinnen auch ein GIJ quer stehen und das nenne ich dann G quer. Ich habe dadurch, dass ich da hier G quer schreibe, nur klar gemacht, dass ich mich jetzt auf das transformierte Basisvektorsystem beziehe. Die transformierten Basisvektorsysteme führen alle zu Größen mit dem Querstrich drüber.
Und daher ist es ein Epsilon quer 1, 2, 3. Das ist das der transformierte Epsilon-Tensor. Aber Epsilon kann ja nicht entweder Plus oder Minus 1. Das Epsilon-Symbol ist nur Plus oder Minus 1, aber der ganze Tensor, der hat ja noch diese Wurzel da. Und genau da... So ist es. Ich wähle deswegen 1, 2, 3, dass ich mich um dieses Symbol zunächst nicht kümmern brauche. Verstanden? Danke für solche Fragen. Bin ziemlich sicher, dass das ein paar andere sich denken, ja, hat eigentlich recht, aha, so ist es. Also nur her mit den Fragen. Das ist so neu für Sie, glaube ich halt, dass Sie ruhig alles fragen können. Sonst denkt man sich oft, er denkt sich, das müssen Sie eh schon wissen. Das müssen Sie nicht wissen. Das ist neu für Sie. Deswegen heraus mit den Fragen, wenn Sie sich irgendwo unwohl fühlen. Also ich verstehe jetzt die letzte Frage, warum das jetzt 1 ist und deswegen haben wir das weglassen können bei Epsilon von 1, 2, 3. Aber im allgemeinen Fall mit der EJK müssen wir das nicht auch dieser Epsilon dann dazu schreiben. Der Epsilon-Tensor soll ständig ein solcher vollständig antisymmetrischer Tensor bleiben. Dieses Epsilon-Symbol von 1, 2, 3, das ändert sich nicht bei Transformationen. Das ist genauso definiert, wie es hier steht. Plus 1, minus 1 oder 0, wenn das so die Permutationen sind. Die Definition ist so gemacht, dass das sich beim Transformieren nicht ändert. Was sich einzig nur ändern kann, ist das G über die Determinante von GIJ, weil das GIJ weist ein Transformationsverhalten auf. Und das haben wir benutzt. Den Schritt aufs Allgemeine hier kann ich ohne Bedenken machen, weil ich mich nur verlassen brauche auf diese vollständige Antisymmetrie, wie sie durch die Definition dieser Epsilon-Funktion vorgegeben ist. Und die ändert sich bei Koordinaten, bei Basisvektortransformationen nicht. Verständlich? Lauter gute Fragen, noch ein paar solche. Da steht jetzt aber der Epsilon-Tensor, wird die Wurzel aus einer Zahl. Ja. Wie passt das zusammen? Naja, die Komponente Epsilon quer 1, 2, 3 ist diese Zahl. Das ist ja auch nur eine Zahl. Das ist eine Komponente von dem 3 mal 3 mal 3 Zahlenwürfel. Und zwar die 1, 2, 3 Komponente. Und die ist diese Zahl. Und wenn ich aber dann eben sage, wie ich gerade jetzt versucht habe zu erklären, wegen der vollständigen Antisymmetrie, taucht die dann bei allen Kombinationen auch so auf. Aber das ist ja wieder nur eine Komponente. Die IJK-Komponente. Und da kommt letztlich auch wieder nur eine Zahl heraus. Denn wenn man das alles aufsummiert, also, es kommt wieder letztlich nur eine Zahl heraus. Aber dieses IJK steht hier wieder. Und wenn ich andere IJK wähle, 3, 2, 1 oder irgendwas, dann kommt eine andere Zahl heraus. Jedenfalls ist das ein Ausdruck für die Komponente Epsilon quer IJK. So wie das da oben ein Ausdruck für die Komponente G quer IJ ist. Wobei IJ irgendwelche Zahlen sein können. Sie können I1 und J2 setzen, dann haben Sie G quer 1, 2, ist auch unten quer 1K, unten quer 2L, GKL, genau dasselbe. Ja? Noch was? Na bitte! Ich hätte eine Frage zu den Vorzeichen. Also Sie haben ja gesagt, es kann hier nur Plus oder Minus 1 sein. Das haben Vorzeichen so an sich. Wenn das hier nur wäre, könnte man dann sagen, dass man eine Abbildung von einem dreidimensionalen oder von einem zweidimensionalen Ebene hat? Ja, sowas machen wir nicht. Was da dann sein würde, weiß ich nicht. Aber was also in der Tensorrechnung allgemein ist, ist, man macht solche Transformationen, dass sich diese Dimensionalität nicht ändert. Dass man im selben Raum bleibt, nur die Basisvektoren ändert. Und dann kann die Determinante nicht gleich Null sein. Denn sonst könnte man nicht zurücktransformieren. Sonst hätte man kein Basisvektorsystem mehr, das noch den vorher vorhandenen Raum aufspannen kann. Und das verlangen wir aber. Gut, also ich glaube, jetzt sollte das für Sie schon einigermaßen durchsichtig sein. Nur bleibt es natürlich bestehen und wer braucht es?
was mache ich damit? Wozu fangen wir uns das eigentlich alles an? Ich schreibe jetzt zunächst einmal einen Satz auf, der ein bisschen langwierig ist. Man erkennt, der Epsilon-Tensor, Epsilon IJK, zeigt bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante, dieses Signum von Determinante von A unten quer IK, es ist ja auch Epsilon unten IJK, zeigt bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante das Transformationsverhalten eines kovarianten Tensors dritter Stufe. Meine ich eben, der Faktor kommt noch dazu. Und das bedeutet also im Klartext, solange ich eine Transformation habe, wo die Determinante größer als 0 ist, ist alles Paletti. Denn dann ist das Vorzeichen der Transformationsdeterminante plus 1. Und wenn ich was mit plus 1 multipliziere, habe ich ja nichts falsch gemacht. Aber wenn das die Determinante der Transformationsmatrix kleiner als 0 ist, dann gibt es also das Problem. Also, man nennt eine derartige Größe, und damit haben wir es jetzt, und zwar so, dass Sie es auch, glaube ich, allgemein verstehen. Man nennt eine derartige Größe einen Pseudotensor. Also ein Pseudotensor ist eine Größe, die sich so transformiert wie ein Tensor, bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Das sollte jetzt in Ihr Gehirnstübchen einsinken sozusagen. Ein Pseudotensor transformiert sich wie ein richtiger Tensor bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante. Jetzt ist natürlich wichtig, was bedeutet das? Und da üben wir noch einmal die Algebra. Ja. Nein, das können wir so schreiben. Ein bisschen Platz sparen noch. Obwohl, wir brauchen nicht mehr Platz sparen. Laut Algebra. Kann man alles irgendwie leicht zeigen, aber jetzt habe ich Ihnen eh schon so viel angetan. Jetzt würde ich das nicht bis in das letzte Glied noch weiter ausführen. Transformationen mit Determinante von A unten quer IJ größer als 0 führen Rechtssysteme zu Rechtssystemen,
und Linksysteme. Zu Linkssystemen über. Ein Rechtssystem ist ein solches, wo die aufeinanderfolgenden drei Basisvektoren G1, G2, G3 so aufeinanderfolgen wie die ersten drei Finger der rechten Hand. Und die sind immer so, Sie kennen den nicht, das geht so, das ist halt so. Das kann man sich so, also das ist ein Rechtssystem. Und das ist ein Linkssystem. Und Sie sehen, wenn Sie sich das jetzt so anschauen, die sind so spiegelverkehrt. Eins und zwei bleibt gleich, aber der dritte zeigt in die Gegenrichtung. Ich glaube, das sieht jeder. Ne? Deswegen nennt man auch Transformationen, wo das nicht so ist, Raumspiegelungen. Und das wollen wir jetzt gleich noch klar machen. Also wenn die Determinante der Transformationsmatrix größer 0 ist, dann wird aus einem vorgegebenen Rechtssystem wieder ein Rechtssystem, vielleicht irgendwie anders, und aus einem vorgegebenen Linkssystem ein anderes Linkssystem. Aber Transformationen mit Determinante der Transformationsmatrix je kleiner als 0 führen Rechtssysteme zu Linkssystemen und Linkssysteme zu Rechtssystemen über. Und solche Transformationen nennt man aus ersichtlichen Gründen Spiegelungstransformationen oder Raumspiegelungen. Also, bei Transformationen, die keine Raumspiegelungen sind, verhalten sich Pseudotensoren wie richtige Tensoren. Nur bei Raumspiegelungen kommt dieses zusätzliche Vorzeichen vor, dieses negative Vorzeichen, das dann dazu führt, dass sich eben bis auf ein negatives Vorzeichen so transformiert. Also ich hoffe, das bitte ich Sie einfach zu glauben. Das ist nicht so schwer herzuleiten, aber das ist halt so und das wollen wir jetzt nicht weiter hinterfragen. Und damit das auch einigermaßen in seiner Konsequenz klar wird, das geht sich heute noch aus, wollen wir das jetzt gleich mit einem Spezialfall näher beleuchten. Sie haben, glaube ich, schon gesehen, Spezialfälle sind dann das, wo man manche Dinge, die doch so ein bisschen, theoretisch und unübersichtlich erscheinen, klarer verstehen kann. Wir nehmen einen ganz einfachen Spezialfall. Alles wohlgemerkt dreidimensional. Sie wissen ja, das alles ist nur dreidimensional. Also wunderbar, entspricht unserer räumlichen Anschauung. Wir betrachten einen Pseudotensor erster Stufe. Steht ja nirgends geschrieben, dass diese Pseudogeschichte sich nur auf Tensoren dritter Stufe beziehen kann. Da haben wir mal generell gesagt, eine Größe, eine tensorielle Größe, die sich bis auf das Vorzeichen der Transformationsdeterminante so transformiert wie ein richtiger Tensor, nennt man einen Pseudotensor. Sowas gilt natürlich auch für einen Tensor erster Stufe.
Wir betrachten aber jetzt einen Pseudotensor erster Stufe. Wie schaut also nun dessen Transformationsverhalten aus? Den nennen wir groß A und, ja, bleiben wir dabei, unten I. Kovarianter Pseudotensor erster Stufe. Dessen Transformationsverhalten lautet daher, A quer unten I ist gleich. Jetzt kommt einmal dieses notorische Signum. Signum der Determinante der Transformationsmatrix IE für die kovarianten Größen mal. Und wie, wenn man davon absieht einmal, wie transformiert er sich mit A unten quer IE mal A unten je. Denken Sie sich das weg, dann haben Sie komplett das Transformationsverhalten eines Tensors erster Stufe. A I quer ist gleich A unten quer je A je. Genau so schaut das also aus. Nur jetzt kommt es wegen der Pseudogeschichte dieses Vorzeichen dazu. Und wenn man keine Spiegelung, keine Raumspiegelung durchführt, dann ist das plus 1 und dann hat alles seine Richtigkeit. Aber jetzt wollen wir es natürlich wissen. Jetzt verwenden wir speziell eine Spiegelungstransformation. Eine ganz einfache, damit wir leicht damit umgehen können. Die Transformationsdeterminante soll lauten, A unten quer IJ ist gleich minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, minus 1. Wenn da statt den minus 1 nur 1 stehen würden, dann wäre das eine identische Transformation. Da täte sich gar nichts ändern. Weil dann, was macht das? Die Einheitsmatrix, wenn Sie das da reinnehmen, bleiben die Komponenten alle gleich uninteressant. Aber wir machen die einfachst mögliche Transformation da hier und die Determinante davon, von diesem A unten quer IJ, ist, gibt ja nur ein Produkt, das da geht, minus 1 mal minus 1 mal minus 1, ist minus 1. Also tatsächlich? Kleiner 0, also ist das wirklich eine Spiegelungstransformation? Jetzt ist die Frage, was tut denn diese Transformation? Na, nehmen wir die Basisvektoren her. Die GI-Pfeil quer, die sind gleich A unten quer IJ, GJ-Pfeil. Ja? Na, wir können das nur dreidimensional machen. Alles ist nur dreidimensional. Ganz oben haben wir das schon so geschrieben. Also schreiben wir das gleich für die drei Dimensionen auf. Das G unten 1-Pfeil ist gleich A unten, also das schreibe ich nicht mehr so auf, A unten 1, 1, G1, das ist minus 1. Minus 1 mal G1 plus A unten quer 1, 2, G2, 1, 2 ist auch 0, A unten quer 1, 3, G3 ist wieder 0, es bleibt nur das stehen. G1 quer ist gleich minus G1. G2 quer, jetzt setzt man das I gleich 2, ist A unten quer 2, 1, G1, das ist 0, plus A unten quer 2, 2, G2, das ist minus 1, minus 1 mal G2, plus A unten quer 2, 3, G3, 2, 3 ist wieder 0, bleibt wieder nur das stehen. Und entsprechend kriegt man dann für G3 quer, G3-Pfeil quer, gleich minus 1 mal G3. Also, diese Transformation macht nichts anderes, als aus bei einem beliebigen Basisvektorsystem
alle Vektoren in die Gegenrichtung zu richten. Die Basisvektoren werden alle umgeklappt in die andere Richtung. Und wenn man das macht, wird aus einem Rechtssystem ein Linkssystem oder ein Linkssystem ein Rechtssystem, schon weil diese Determinante hier kleiner als 0 ist. Verstehen Sie das? Ganz einfach. Jetzt aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, und mit dem kann ich Sie dann heute noch rausgehen lassen. Schauen wir, was passiert denn mit unserem Pseudotensor? Wie transformiert sich denn jetzt der Pseudovektor? Dieser AI. Mehr wieder, ganz analog. AI quer ist gleich. Es ist aber ein Pseudovektor. Also kommt jetzt als erstes einmal das Signum der Determinante der Transformationsmatrix. Die Determinante ist minus 1, das Signum von minus 1 ist wieder minus 1. Es ist halt ein einfaches Beispiel. Das ist dieses Signum. Mal dem A unten quer I je A je. Also dann machen wir das. A unten quer I je mal A je. Und das schreiben wir jetzt so ähnlich, wie wir das hier mit den Basisvektoren gemacht haben. Da hatten wir hier das Transformationsverhalten, aber ohne dieses Signum, weil die Basisvektoren sind keine Pseudovektoren, um Gottes Willen. Nur der soll jetzt einer sein. Der hat diesen Fisch sozusagen. Also was bleibt dann? A1 quer. Wir setzen das I gleich 1. Das Signum bleibt minus 1 mal A unten quer 1, 1, A1. A unten der 1, es ist minus 1. Plus A unten quer 1, 2, A2. A unten quer 1, 2 ist aber 0. Plus A unten quer 1, 3, A3. Das ist wieder 0, es kommt nichts mehr dazu. Was hier steht, rechnen wir nachher aus. A2 quer ist jetzt I gleich 2. Dieses Signum wieder vorweg, weil es ja ein Pseudovektor ist. Mal A unten quer 2, 1, A1, so 0. Plus A unten quer 2, 2, A2. A unten quer 2, 2 ist minus 1. Plus A unten quer 2, 3, A3, das ist wieder 0. Und A3 quer, wieder dieses Signum, weil wir haben ja gesagt, es möge ein Pseudotensor erster Stufe sein. Oder Pseudovektor. Also haben wir jetzt wieder dieses Signum mal A unten quer 3, 1, A1, das ist 0. 3, 2, A2 und letztlich 3, 3, A3 mal minus 1 mal A3. Und jetzt schauen Sie, was da rauskommt. Durch dieses zusätzliche Vorzeichen, das man sich einhandelt, wenn man diesen Pseudovektor betrachtet, dreht sich das hier wieder um und wir kriegen minus 1 mal minus 1 ist 1 und das ist A1. Minus 1 mal minus 1 ist 1, 1 mal A2 ist A2 und hier A3. Bitte schauen Sie sich an, was jetzt passiert. Dieser Vektor ändert, weil es ein Pseudovektor ist, bei dieser Spiegelungstransformation nicht seine Komponenten. Die bleiben gleich. Und jetzt werden Sie denken, ja, ist in Ordnung. Dann ist er ja ein richtiger Vektor. Seine Komponenten haben sich nicht geändert.
Es ist nicht in Ordnung, weil diese Spiegelungstransformation hat ja dazu geführt, dass alle Basisvektoren in die Gegenrichtung zeigen, nach dieser Transformation. Wenn aber jetzt die Komponenten des Vektors gleich bleiben, sie sich aber auf Basisvektoren beziehen, die alle umgeklappt sind, dann zeigt da der ganze Vektor in die Gegenrichtung. Verstehen Sie das? In zwei Dimensionen kann man sich das besonders gut vorstellen, aber das geht nur in drei Dimensionen. Das heißt, dieser gute Pseudotensor klappt um, bleibt nicht streng gehalten. Verstehen Sie? Also Ergebnis ist hier, der Vektor kehrt seine Orientierung um bei Raumspiegelung. Vektor A-Pfeil kehrt seine Orientierung bei Raumspiegelung um. Also ein Pseudotensor erster Stufe, den wir dann auch kurz gesagt einen Pseudovektor bezeichnet, hat diese Eigenschaft, dass er umklappt bei Raumspiegelungen. Und wir werden dafür dann gleich entsprechende Beispiele besprechen. Nächstes Mal kommt das genauer, aber damit Sie mal nächste Woche auch wieder kommen, muss ich Ihnen einen Zuckerl mitgeben sozusagen. Sie werden sich jetzt denken, das braucht doch eh kein Schwein. Aber Sie haben alle sicher schon beim Kollegen Rupp gehört, was der Winkelgeschwindigkeitsvektor ist. Was ist das? Ein Vektor, der erstens betragsmäßig gleich der Winkelgeschwindigkeit ist. Winkel pro Zeiteinheit, der bei einer Drehbewegung überstrichen wird. Zweitens ist der Vektor parallel zur Drehachse. Und drittens wird seine Orientierung durch eine Schraubenregel oder Handregel bestimmt. Wenn nämlich das betrachtete Basisvektorsystem, irgendwas muss man betrachten, es kann nur Rechts- oder Linkssystem sein, ein Rechtssystem ist, dann verwendet man die rechte Handregel. Wenn Sie was so dreht, legen Sie die vier Finger so her und da zeigt das Omega hin. Wenn dagegen das Basisvektorsystem ein Linkssystem ist, nimmt man die andere Hand. Die Drehung bleibt natürlich die gleiche, dem Ringelspiel ist es wurscht, ob man das mit einem Rechtssystem oder mit einem Linkssystem beschreibt, das dreht sich halt. Muss es auch wieder so legen, aber jetzt zeigt er nach unten. Und schauen Sie, der Winkelgeschwindigkeitsvektor hat genau diese Eigenschaft. Er macht alles richtig. Er transformiert sich wie er soll, nur bei Raumspiegelungen, schwupp, geht er in die andere Richtung. Und wenn man ihn aber so definiert mit diesen Handregeln, dann zeigt er genau dieses Verhalten. Und nachdem, wie ich vorhin gesagt habe, der Winkelgeschwindigkeitsvektor parallel zur Drehachse steht und der solche Eigenschaften zeigt, nennt man solche Pseudotensoren auch axiale Tensoren. Weil sie, also Axialvektoren, so, nur Axialvektoren. Also der Epsilon-Tensor ist kein Axialtensor, nur bei Vektoren. Also ein Pseudotensor erster Stufe, ein Pseudovektor ist auch ein Axialvektor. Und Sie sehen bei so etwas Einfachem wie dem Winkelgeschwindigkeitsvektor, kommt es sofort heraus. Aber um es noch spannender zu machen, jetzt verwende ich noch eine halbe Minute. Sie wissen doch sicher, das elektromagnetische Feld, wissen Sie aus der Schule, wird durch einen elektrischen Feldvektor und einen magnetischen Feldvektor beschrieben. Ein E-Pfeil und ein B-Pfeil. Das E-Pfeil ist ein normaler, richtiger, wie wir auch sagen, polarer Vektor. Das sagt man, um es von den Axialen zu unterscheiden. Also polare Vektoren sind einfach Vektoren. Aber axiale Vektoren sind Pseudovektoren mit dem blöden Minus dabei. Aber nur, wenn man spiegelt.
Und während also die E-Vektoren des elektromagnetischen Feldes polare Vektoren sind, siehe da, sind die B-Vektoren Axialvektoren. Ich werde Ihnen das noch genauer erklären, aber das ist der innere Grund dafür, warum es in der Elektrodynamik überall diese komischen Schraubenregeln gibt. Rechte Handregeln. Also wenn eine Spule von Strom durchflossen wird, legt man die Finger so drüber und daher zeigt der magnetische Feldvektor. Und da habe ich mir schon seinerzeit in der Schule gedacht, warum hat sich der Herrgott das so überlegt, dass das ausgerechnet die rechte Hand, was ist mit den Linkshändern? Die werden sich ärgern über so eine blöde Regel. In Wirklichkeit löst sich das Ganze in nichts auf, weil es hängt davon ab, ob man das System auf, also das jeweilig betrachtete physikalische System aufgrund, in Bezug auf ein Rechtsbasisvektorsystem oder in Bezug auf ein Linksbasisvektorsystem darstellt. Über das redet aber geflissentlich niemand. In all den Lehrbüchern steht das nicht. Man soll auch gefälligst nicht spiegeln, sondern immer bei einem Rechtssystem bleiben, damit man so schön alle diese rechten Handregeln anwenden kann. Das ist das Ganze. Die Sache ist schon symmetrisch, nur muss man wissen, worauf es ankommt. Der entscheidende Punkt ist, dass Axialvektoren ein etwas anderes Transformationsverhalten haben wie richtige Vektoren. Und das ist dann der Einstiegspunkt ins vektorielle Produkt, weil genau das vektorielle Produkt hat auch dieselbe merkwürdige Eigenschaft. Dankeschön.